Hey meine Guys und Girls und damit wieder herzlich willkommen zurück zur Henry Stickmin Collection, erstellt von Puffball United, erhältlich auf Steam für, ich glaube, ungefähr 12,95 €. Und ja, im letzten Part haben wir uns diesem Remastered uns schon mal gewidmet, haben bereits Breaking the Bank und Escaping the Prison im neuen Gewand durchgespielt. Und dieses Mal geht es an den Diamanten. Und ab sofort auch eine Änderung: Ich werde diese ganzen Biografien erstmal sein lassen. Ich dachte wirklich, das würde irgendwie ganz lustig werden, aber es lenkt dann doch extrem vom Spielen ab und wir wollen es doch genießen. Oder spätestens dann natürlich beim hauptsächlichen Grund dieses kurzen Let's Plays hier. Richtig, nämlich dem sogenannten Finale, nämlich Completing the Mission. Und ich freue mich so richtig darauf, weil das wird nochmal gigantisch groß werden, aber je länger wir quatschen, umso länger dauert es, würde ich mal sagen. Let's go! Das Intro kennen wir aber schon, deswegen skippen wir das. So, und jetzt stehen wir hier vor diesem Museum. Und nun ja, wie wollen wir einbrechen? Ich würde natürlich sagen, wir machen den hier. FBI, open up! Henry, lass mal so richtig eindampfen! Auf deinem coolen Motorroller. Oh nein, da kommt jemand! Kicken! Mit Falcon Kick war das aber jetzt nicht so gut. Nun, du hast einen der Wachen bekommen. Ja, wow, das ist natürlich total super. Na, dann springen wir doch einfach mal. Juhu! Oh. Naja, wir haben immer noch einen bekommen. Von einem schnellen Fahrzeug wegzuspringen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, in der Tat, das würde ich auch nicht im Straßenverkehr... Oh nein, es gab ja noch... Klar, es gibt noch die Failures, wo man nichts drückt. Aber wie cool das hier aussieht. So krass. Oh oh, sie holen sie Wachen und Verstärkung. Was sollen wir machen? Ich konnte nicht reagieren. was ist hier? Gute Sache, dass die Putzmänner hier gerade den Flur gewischt haben. Was? Could you imagine all the germs you'd be rolling in right now if they hadn't? Okay, keine Ahnung, was geht so. Was haben wir hier? Lookout, Parking Lot, Medical Hall. Wir müssen hier nochmal einmal failen, indem wir einfach nichts drücken. Juhu! Das musst du sich mal so vorstellen. Wow, das ist ja mal ein großartiger Start. Das musst du sich so vorstellen, da will einer so richtig episch einbrechen und muss an den ersten zwei Wachen vorbei und fährt eiskalt vorbei und crasht in die nächste Mauer rein. Das ungefähr beschreibt aber sowieso 50% aller Einbrecher. Also von daher, was will man machen? Noch diese ganzen Posters sind ganz cool. Würde ich jetzt alles rechts kriegen, aber wie gesagt, das lassen wir jetzt erstmal. Wow, wir haben hier einen Einbrecher. Alles klar. Alles klar, so. Na, dann wollen wir doch mal hier Waffe zu Waffe hier mit der epischen Lanze. Justieren, das ist schwerer als man denkt. Da hat schon jemand so eine Lanze gehalten, das ist gar nicht mal so einfach. Na, dann einfach mal den Morgenstern. Ach ja, stimmt, wir haben ja Abend. Da bringt der Morgenstern natürlich nicht mehr wirklich. Hör auf, dort rumzuhängen und mach etwas. Verstanden? Okay, ich hör schon auf. Das hätte ja ein Witz von mir sein können, aber jetzt ist es vom Schild, vom Spiel hierher aufgestellt worden. Apropos Schild, den nehmen wir jetzt hier übrigens. Alter, und wir sind episch vorbeigefahren. Und der hat mal wieder gepennt. Das war ja mal wieder klar. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Was mache ich? Och, Henry, da hättest du dich aber immer noch wehren können. Komm schon, du hast doch keine Zeit, hier einfach nur rumzustehen. Ich weiß ja auch nicht, was ich tun sollte. Ich nehme einfach hier ein Basket, jemanden rein und... Wir haben kurz mal den Onarcher aus Age of Empires 2 gespielt. Gewichtsverlagerung. Ich wünschte, du hättest mehr Aufmerksamkeit in Physikklassen, abgetan, nicht wahr? Ja, jetzt geht es ja noch an. Ja, dann nutzen wir doch hier einfach das Tow-Cable. And after that, they just up and arrested him. Whoa, really? Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding is much less dangerous than driving a... Crap. Verdammt. Oh yeah, und jetzt sind wir hier auf der richtig epischen Flucht. Oh nein, die GTA-Polizei ist hinter uns her. Was tun wir? Oh.
Naja, ich kann schon sehen, all die Stunden, die du in Videospielen verbracht hast, haben wirklich deine Reflexe geschärft. Oh, warte. Ich liebe diese Untertitel immer, wenn man gefällt hat. Die sind einfach so schön sarkastisch, humorvoll. Ich liebe es. Okay, na gut. Wie versteckt man sich am besten vor der Polizei? Richtig, man nimmt sich einfach hier so einen Baum. Haha, entkommen. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Das hast du nicht wirklich durchgedacht, hast du? Ja, ich habe ein bisschen zu sehr an GTA gedacht, aber was soll's. Na gut, dann nehmen wir einfach hier diesen random Stein auf. Nimm das hier. Oh nein, Johnny. Oh. Oh nein, jetzt haben wir 3 Sterne, damit schalten sich die Helikopter ein. Scheiße. Alter, man hat ja hier wirklich kaum Zeit zum Reagieren, ne? Das ist schon ziemlich fies. Boom, Headshot. Ja, nicht so schön, der Henry ist tot. Oh lol. Ich war schon wieder so das alte Game gewohnt, weil wenn man da Retry gedrückt hat, dann musste man die ganze Ding jetzt hier nochmal von vorne machen. Jetzt ist halt hier direkt so. Ich sehe einfach, wie hier so ruhig ist. Keine Reaktion. Ich habe mich immer schon gewundert, wie diese Dinger funktionieren. Naja, Klebegranaten. Die kleben halt, was will man machen? Hier denkt man auf einmal logisch. Was zur Hölle? Aber hier denkt man dann nicht logisch. Eine Seifenblase. Schützt vor 3 Sniper-Schüssen. Krass. Für mich ja wie Overwatch. Oh. Wer ist für die Brücke verantwortlich? Ey, das kann nicht sein. Sag mal, liebe Bullen, ich möchte euch hier mal was sagen. Habt ihr euch schon mal den Zustand der Brücke angeguckt? Das ist doch unversch. Ey, sag mal, ich möchte hier so sozial sein und hier über den schlechten Zustand der Straßen noch etwas erzählen. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als mich hier abzuknallen, nur weil ich hier so einen ollen Diamanten hole. Ich meine, ist ja nicht so, als ob der irgendwie was wert wäre oder so. Nein, 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 nein. Wisst ihr müsst doch auch verstehen, ich habe voll das schwere Leben. Dude, mach doch was. Sir, place your hands where I can see them. Also, Herr Officer, ich sag's Do not jetzt noch comply, einmal. I will be forced to fire. Bribery is a federal offense, sir. Noch nicht mal das. Seltsam, das funktioniert eigentlich. Ja, ich sag's doch, das funktioniert normalerweise. Sir, Also, was soll place denn your das? hands where I can see them. Na gut, Do not comply, ich habe I will be keine forced to Ahnung. fire upon Wir you. müssen irgendwie wieder wegfahren. Ja, nee, ist klar. Wie ist denn das jetzt explodiert? Ich habe schon gar nicht gedacht, dass du damit sehr weit kommen würdest. Das ist Sir, eigentlich so place die your hands dümmste where I can Wahl. see Aber them. wie gesagt, ich Do entscheide not mich immer comply, I will so, be forced to fire dass upon wir you. alle Fails sehen können. Und jetzt einfach den Diamanten runterschubsen. Alter, das war knapp. Aber sind wir jetzt nicht ertrunken? Da ist er! Yeah! Intruder on the scooter. Das reimt sich ja schön. Auch schöner Rang. Ja, geil, ey. Nice, Mann. Okay, damit haben wir das erste Ending erreicht. Und das dürfte doch, denke ich mal, passen. Jetzt gucken wir mal auf die Map. Ach, das sieht so cool aus. Dass auch jede Map wirklich anders aussieht, das ist schon echt cool. Jetzt haben wir hier Police Chase, Helika, Diamant. Okay, dann begeben wir uns wieder an den Anfang zurück. Und das war jetzt schon sehr viel Action für diesen Part, deswegen machen wir es mal ganz leise. Okay, wie gehen wir das an? Ich würde sagen, wir springen einfach mal ganz nach oben. Nein, nicht erreicht. Nein, kein Backflip. Ah, 2 Punkte Abzug. Hey, schöner Flip, Bruder. Nochmal! Juhu! Weil das Minispiel so schön ist. Boing! Juhu! Ah, immer wieder schön. Und, weil man immer so schön sagt, alle guten Dinge sind 3, ein drittes Mal! Yay! Ha! Darauf habe ich es abgesehen. Das Achievement. Alles schön geplant. Na gut, dann nutzen wir doch einfach mal wieder die neueste Technologie mit der Antigravitationskappe. Lass mich schweben. Juhu. Oh, sowas wäre auch cool, einfach schweben zu können. Ja gut, deswegen gibt es es wohl noch nicht. Hey, du kannst dich glücklich schätzen. Ich wollte immer schon in den Weltraum gehen. Hey, when I'm big, I want to go to space. Why wait? Dann direkt zu so die Erinnerung. Ach, unser Freund der Teleporter. Ja, hi, wie geht's denn dir? Ich hab dich schon so vermisst. Ich muss dich einmal abknutschen.
Was für eine Animation. Die haben sie sogar beibehalten, richtig cool. Au. Das haben sie abgeändert. Aber ey, es hat funktioniert. Ich bin ja beeindruckt. Was? Och, das ist aber ja, nicht scheiße. Das ist aber echt schade. Weil in diesem Falcon Punch kam damals so ein richtig cooler Punch-Sound. Och, der ist jetzt einfach weg. Na gut, Henry, du musst übernehmen. Punch ihn weg. Falcon Punch. Nur ein Mann ist würdig, diesen Schlag auszuführen. Okay, dann nehmen wir doch hier einfach. Das ist immer der beste Weg. Einfach einschlafen. Henry, hol die Ender Overwatch Skills raus. Ja, Overwatch in der Nutshell, würde ich mal sagen. Ja, und sowas von. Man schläft selber ein. Gut, dann nehmen wir doch mal. Das ist doch perfekt, oder? Einfach unsichtbar werden. Das ist doch der perfekte Weg. Hä? Was ist passiert? Ich habe jegliche Warnung verloren. Ja, jetzt mal ernsthaft, was ist mit uns passiert? Wo sind wir hin? Wir sind einfach für immer weg. Alter, das ist hart. Diese Pille. Boah, Leute, deswegen lernt da raus, nehmt niemals Pillen. Ich sag's euch. Ja, guck mal, Geld! Penny. Es hat halt doch funktioniert. Geil. So. Wormhole Rifle, was ist das denn? Na, nutzen wir es doch einfach mal. Ach, das ist wie die Portal Gun. Wieso heißt das Wormhole Rifle? Muss ich da etwas wissen, was ich noch nicht weiß? Ja, der gute alte Bug. Und hier ist sogar wirklich schneller und schneller. Und das alles vorzulesen würde jetzt Stunden dauern. Deswegen lest es selber durch, okay? Mir ist es jetzt auch zu dumm. Lassen wir uns einfach mal fallen. Was soll da schon schief gehen? Hast du wirklich gedacht, dass das funktioniert? Ja, manchmal sind es die total dummen Sachen, die funktionieren, und manchmal aber auch die logischen. Also nehmen wir einfach dieses Kabel und sind schon unten. Oh, natürlich den Lasercutter. Das ist ja direkt hier professionelles Equipment. Was? Was steht da? Okay, keine Ahnung. Da steht irgendwas auf dem Kopf. Könnt ihr auch von mir aus wieder lesen. Hammer! It's Hammer Time! Ja, nee, ist klar. Boah, ziemlich schwer das Ganze. Okay, jetzt müssen wir irgendwie an diesen Waffen vorbei. Und wer zur Hölle bewahrt ein Samurai-Schwert hier auf? Und vor allem, wie groß das ist. Daraufhin könnte ich mir erstmal einen Käse. Nom. Ach, köstlich. Lecker Schmecker. Das ist ein Fehl. Es ist auch so geil und so dumm gleichzeitig. Warum? Ernsthaft? Ah ja, so ein Käse ist doch lecker, vor allem ja, der Soundeffekt, hört mal. Geil. Damit kann man eigentlich auch die ganze Zeit Spaß haben. So, natürlich machen wir es richtig episch. Kanone! Wo auch immer man so einen aufbewahren soll. Was ist das hier für ein Museum, dass hier einfach so viel aufbewahrt wird? Ja, sehr schön. Wäre das jetzt ein Angriff auf eine Burg, wäre es sehr effektiv gewesen, aber naja. Du hast es fast gesichert. Fast. Und fast heißt halt eben nicht. Na gut, dann nehmen wir halt hier Piratenstyle And Planke! after that, they just stopped and arrested him. Whoa, really? Yeah. Okay, irgendwie haben wir es geschafft, uns daran vorbeizusneaken. So, was nehmen wir hier? Natürlich das Brutalste. Genickbruch, komm her! Och, Henry, dein Ernst? Ich hab's dir gesagt. Ich hab's über die Treppen gesagt. Okay, dann nehmen wir doch einfach hier die Knarre hier. Oh yeah! Du bist down! Ah, hallo Counter-Strike. Wie geht's? Mann, diese First-Person-Shooters machen es immer so einfach. Na gut, dann springen wir doch einfach an ihm vorbei. Ja, wie sollte es überhaupt so funktionieren? Ich bin überrascht, dass du es überhaupt so weit geschafft hast mit diesem schweren Diamanten. Na gut, dann nehmen wir einfach diesen total wertvollen Diamanten und schmeißen es einfach auf ihm drauf. Wer was wissen möchte, ich kann gleich einen interessanten Fact erzählen. Oh yeah, geile Musik. Und damit haben wir es richtig sneaky geschafft und sind der reichste Mann der Welt. Boah, und Henry gönnt sich direkt.
Wo hat er das überhaupt verkauft dann, würde ich mich wundern. Fun Fact, und das ist eigentlich sogar ein realer Fact, Diamanten ist das stabilste Material, das es eigentlich gibt in der Edelstein-Kategorie. Also Diamanten sind unfassbar hart und können unfassbar schwer kaputt gehen, zerbrochen werden und so weiter und so weiter. Deswegen, ah, ganz cool. So, aber wir haben immer noch nicht alles gesehen. Hier haben wir noch ein wenig Auswahl übrig. Dann gucken wir doch mal da, was es hier so zu tun gibt. Ist schon wieder so etwas hier. Und was ist das hier? Verwandle dich selbst in eine Flüssigkeit und bünde deine Moleküle, um durch jedes Objekt zu gehen. 10 out of 10. Es ist fantastisch einfach zu benutzen. Na dann, ab dafür. Was hast du gedacht, wird passieren? Es ist so... Oh, ich liebe diesen Hummer, der ist so stumpf und so genial. Na gut, komm, da ist so ein Mini-Loch. Wir machen uns ganz klein. Jetzt rein da! Wow. Ja, und so plötzlich können die kleinsten Lebewesen riesengroß werden. Mann, Würmer sind so viel größer, wenn man sie ganz nahe betrachtet. Ja, dann picken wir uns einfach durch. Oh nein, Creep! Oh. Oh. Haben wir es überlebt? Ja, irgendwie schon. Something in that cake, and he used it to escape, and then I got fired. Pretty lame, huh? Yeah, I don't really like this one. Please, shut up. Oh lol, man kann hier die ganzen Bilder. Ja, komm hier, Knarre! Der Gesichtsausdruck. Still, tu so, als würdest du scherzen. Das war ein guter Witz, oder, Jungs und Mädels? Naja, nicht so wirklich. Oh, wie angenehm. Man startet jetzt hier direkt und kann direkt auswählen. Das ist doch schön. So, was haben die eigentlich zu erzählen? Ich höre mal kurz zu. Was? Wie haben die mich jetzt plötzlich bemerkt? Diese Konversation kann doch nicht so interessant sein. Doch, kann sie. Und deswegen lassen wir mal die Bombe platzen. Klar, das ist sofort die Reaktion von jedem, wenn was passiert. So, Knarre. Ich glaube, das Spiel wurde in Amerika gemacht. Deswegen liegt ja auch so viel Zeug rum, klar. Und vor allen Dingen, wird das auch noch alles funktioniert. Ja, sehr gut gemacht. Oh, was ist da? Da ist der Diamant. Okay, da müssen wir sofort rein. Wenn er nicht guckt, jetzt! Guck mal, der liegt jetzt da tot rum. Ja, und... wir wurden jetzt erwischt so. Und jetzt? Keine Ahnung. Der muss doch ein bisschen müder sein. Okay, gehen wir doch mal in den Retro-Raum. Oh, Glück gehabt. Ah, guck mal, da war Luigi. Und hier gibt's viele Bilder zu sammeln. So. Oh, wie cool. Guck mal, hier liegt eine Ocarina. Hier, lol. The Legend of Zelda Easter Egg. Banjo-Kazooie Easter Egg. Mario Kart Easter Egg. Blauer Panzer. Puzzleteile von Banjo-Kazooie. Die Ocarina aus Zelda Ocarina of Time. Der Windstab aus Wind Waker. Und hier die Panflöte. Wahrscheinlich an Spirit Tracks. Oh, wie cool. Oh, geil. Okay, wir müssen uns jetzt für ein Spiel entscheiden. Alien. Also Metroid. Half-Life mit der Crowbar. Den guten Ball aus Pokémon. Oder den Superpilz von Mario. Ich bin ja seit neuerdings ein absoluter Half-Life-Fan. Deswegen, Crowbar! Na komm, greif's dir. Du bist würdig, jetzt zu tragen. Boah, das war ja mal wieder klar. Überall wieder Kopfkrabben. Mann, ich hasse das, wenn das passiert. Ja, Dito. Na gut, dann spielen wir mal eine Runde hier. Metroid Prime. Das für die Nintendo Switch... Deswegen kommt es nicht raus, weil die Entwickler von den Viechern angegriffen worden sind. Ah, sieht so aus, als würden sie nicht wirklich freundlich auf deine Befehle reagieren. Na dann spielen wir doch mal Pokémon. Ab ins Battle. Ah, so cool gemacht. Okay, Nachtgarten, Tim und Joe fordern dich heraus. Und da hat Joe ausgesendet, alles klar, dann let's go. Oh nein, wir haben Missing No ausgesendet. Was hast du getan, Henry? Du hast das Spiel geglitscht. Nein! Oh, jetzt hast du auch noch alles geglitscht. Au! Ja, klar. Oh, so cool gemacht hier, auch wie jetzt hier alles durcheinander ist.
Echt geil. Ach, schöner Fail. Ich liebe das. Na dann. Mega-Pilz. Ab dafür. Oh yeah. Ihr könnt mir gar nichts. Als ob. Welches? Was ist das für ein Museum? Und auch hier bitte Kanonen. Also ohne Scheiß, das Museum hier gehört angezeigt, so wie es hier aussieht. Oh, Mist. Okay, die Bilder sammle ich aber ein. So, haben wir schon mal die Hälfte. Oh, toll. Totales Chaos. Irgendwo im Südwesten. Zentrale für das Chaos Containment. Für die Chaosverarbeitung. Sir? You might wanna Sir? come look at this. Sieh dir das mal I'm vielleicht an. getting chaos readings Ich for bekomme 10.6. chaotische It's coming from the Beratung museum. um 10.6. Es kommt von dem Museum. Oh mein Gott. Over 9? Es ist über 9! Yeah. I'm Ja. leaving this decision up to you, Ich lasse dir diese Entscheidung Just hier. one of those buttons to deal with Triff this einfach einer dieser pressing Knöpfe situation. und mach dich vertraut mit dieser Get back Knopfreaktion. Hey, wer guckt hier TV? Entschuldigung, Chef, ich gehe zurück. Wir dürfen den Finger bewegen. Was nehmen wir denn? Radioaktiv, das sieht nicht so gut aus. Was ist das denn hier? Cool. Ein Taschenrechner. Und er schreibt sich von selber. Voll cool. Oh nein. Warum hast du durch Null geteilt? Ich war gerade im Baderaum. Hey, wo sind alle? Ich glaube, du hast ein bisschen was verpasst. Okay. Nehmen wir doch mal den Satelliten. Weil da haut er deutlich härter drauf. Was zum. Oh Mann, ich konnte nicht widerstehen. Ja, cool. Okay, na gut, das ist sowieso ein schlimmes Museum, deswegen bombt es weg. Oh, macht euch bereit für ein Tactical Nuke Incoming! Aber das war's dann wahrscheinlich mit Henry. Alles klar. Wir haben soeben den dritten Weltkrieg ausgebrochen. Und damit haben wir alle Fails schon mal. Cool! Fühl dich nicht schlecht. Er hat wahrscheinlich gekämpft für diese 25 Tötungen, die er gebraucht hat, um zu nuken. Okay, dann bleibt uns ja nur noch eine Wahl. Das da hier. Was passiert jetzt? Was zur Hölle bist du denn? Du bist ja eine Verbindung aus Samus und dem Doom Guy und Gordon Freeman und einfach allem. Jetzt schnell. Boah, da war ein Bild, habt ihr gesehen, das ist ziemlich schwer zu bekommen. Schnell, Renri! Sieh zu, dass du hier rauskommst. Renn. Renn weg vor diesem Monstrum. Sieh zu, dass du wegkommst. Dein Leben ist dir wichtiger als dieser Diamant. Lauf einfach. Lauf einfach. Epischer Moment. Das war knapp, Mann. Was? Was ein Lacker. Einfach episch spielen. Oh yeah. Und damit haben wir den Diamanten auf jegliche mögliche Art bekommen. Cool, Mann. Und damit haben wir den Diamanten erfolgreich gestohlen. Was kommt nun als nächstes? Gucken wir uns erstmal die komplette Karte an. Wunderschön. Gehen ins Menü. Und jetzt kommt was Rotes. Infiltrating the Airship. Oh, als nächstes geht's also in ein Raumschiff. Oder in ein Zeppelin, besser gesagt. Ach, die Musik ist auch cool. Ja, meine Guys und Girls. Und da sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir eine Episode perfekt ausgefüllt bekommen mit Stealing the Diamond. Aber dann schätze ich mal, wird es genauso jetzt auch ablaufen mit Infiltrating the Airship. Und dann später auch mit Escaping the. Nee. Fliegende Komplex, dass es genau eine Episode sein wird, die werden wahrscheinlich noch mal länger werden als hier, weil Infiltrating the Airship und Fliegende Komplex genau 60 Fails haben statt nur 40. Das können wir auch hier wunderschön sehen. Hier 40 Fails, 6 von 10 Achievements, da waren wir sogar ganz gut dabei. Guck mal, hier gibt es deutlich mehr Biografien in Escaping the Prison als hier. Aber das wird es wahrscheinlich einfacher machen. Und ja, hier gibt es ganze 60 Failures, 17 Achievements und 58 Biografien. Ja, meine Güte, du. Krass, Mann. Warte, wie kommt man hier nochmal in die Biografien rein? Ich
glaube hier. Genau. Ja, hier schön die Entwicklung von Henrys Dickemien. Hier werden wir es doch bekommen. Ach, hier können wir uns die auch näher angucken. Interessant. Ja, cool. Egal, wie gesagt. Das alles bewahren wir uns auch für den nächsten Part. Zwei Parts noch, dann endlich geht es los und wir müssen unsere Mission komplettieren. Ich bin schon mega gespannt und ich hoffe, ihr freut euch da genauso, wie ich es tue. Und wir sehen uns. Bis dahin heiße ich euch Grid Gamer und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao!